Heute geht es um den Film Last Night in Soho und ich bin selten so begeistert, das wisst ihr ja. Aber bei dem Film bin ich tatsächlich begeistert. Bis auf einen minimalen Einwand, den ich habe, über den wir mal dann im Spoilerteil reden. Ich strukturiere das wie immer, ich sage euch Bescheid, bevor es in den gelben Spoilerbereich geht. In dem Bereich am Anfang sind wir noch spoilerfrei und dann gehe ich euch ein bisschen auf die Handlung ein. Ihr werdet euch wahrscheinlich auch beeilen müssen, wenn ihr den noch im Kino sehen wollt. Ein Film, der sicher nicht für jeden etwas ist, das muss man auch ganz klar sagen. Wenn ihr meinen Geschmack kennt, ihr folgt dem Kanal vielleicht schon eine Weile, dann wisst ihr, an was ich Spaß habe. Also ich umreiße es euch jetzt mal, dass ihr einschätzen könnt, ob ihr vielleicht den Film mögen werdet. Ich muss minimale Andeutungen dann machen, weil geht nicht anders. Bleiben wir mal in dem Bereich, bei dem sich jetzt keiner arg gespoilert fühlen wird. Ellie ist, wie heißt das, Studentin für, ich hätte jetzt beinahe Kunst gesagt, aber das stimmt ja nicht. Sie studiert Mode, also sie will Modeschöpferin werden. Sie zieht vom Land, von ihrer Oma, in die Stadt nach London. Und da trifft sie natürlich gleich in ihrer WG auf eine Schreckschraube, die sich gewaschen hat. Das ist so das typische Alpha-Weibchen, möchte gern Alpha-Weibchen, die sie ja natürlich auch komplett überfährt in jeder Hinsicht. Und etwas gefrustet zieht sie dann um in eine andere Wohnung, in ein Haus, auf das ein älteres Mütterchen, das ihr das vermietet. Und dann geht's los. Sie, das sieht man aus dem Trailer, landet im Soho der Ende 60er Jahre. Also man sieht das sehr deutlich, es ist so Holzhammer-Timing. Ne? Es steht da Sean Connery Thunderball an, als Kinoplakat an dem Kino, an dem sie immer vorbeirennt. Und sie, es ist sehr schön gemacht, sie spiegelt sich im Prinzip wieder in einer Persönlichkeit, also in einer Mädel, das in dieser Zeit lebt. Wird nicht erklärt, warum, ist auch völlig egal. Die reden immer wieder von dieser Fähigkeit, sie sieht Dinge, sie sieht auch ihre gestorbene Mutter. Und man weiß noch nicht ganz genau, wo das hinführt. Jetzt mache ich mal einen Punkt und einen Absatz. Es sind zwei Mädels, die diese Hauptfiguren spielen. Die eine ist die das Damengambit, Schauspielerin vergessen. Die andere ist Thomasine McKenzie. Sagte mir jetzt soweit nichts. Ich kenne mich aber, ich bin ja kein Filmkritiker, ich kenne mich ja nicht aus, gell? Ehrlich gesagt, fand ich sie richtig gut, muss man schon sagen. Ich hätte da jetzt Karen Gillan lieber gesehen, weil Matt Smith mitspielt. Einfach nur so, weil halt. Genau. Weil Dr. Who, für alle, die es jetzt immer noch nicht gerafft haben. Der Film ist ein Gedicht. Schauspielerisch, visuell, vom Spannungsaufbau her. Von dem, ja, leichten, von der Gänsehaut, die er immer wieder an bestimmten Stellen erzeugt. Das ist alles sehr fein, nuanciert, das war's, genau. Das andere, das ist ein Wort, das eher in Richtung Schokolade geht und ich komme vom Thema ab. Nein, es ist sehr schön nuanciert. Es ist handwerklich genial gemacht. Ich bin irgendwann so nach dem ersten Drittel mit einem breiten Grinsen da gehockt. Nicht, weil das so eine wunderbare Rom-Com ist, man könnte es denken, sondern dieser Moment, wo man sich zu Hause fühlt. Du merkst, da ist jemand, der hat eine wahnwitzige Idee gehabt, hat sie umgesetzt, hat Spaß daran gehabt und hat es auch sauber inszeniert und ja, auf die Leinwand gebracht. Jetzt ist der große Absatz. Jetzt mache ich zwei ganz minimale Andeutungen, die euch wahrscheinlich an dem Film nichts tun, aber damit ihr es ein bisschen einschätzen könnt. Der Film geht in Richtung Brainfuck. Er geht so ein bisschen, also nicht vom Inhalt her, aber so von der Art und Weise, wie er euch fordern wird, in die Richtung von Black Swan. Er geht auch in die Richtung, ja, Schauereffekte. Ich sage jetzt extra nicht Horror, sondern Schauereffekte. So. Und jetzt gehen wir in den richtigen Spoilerbereich. Jetzt solltet ihr den Film gesehen haben. Ich fand es großartig. Also wie sie diese Schatten dieser Männer darstellen. Und jetzt haben wahrscheinlich einige von euch den Film doch nicht gesehen und gucken trotzdem das Video weiter. Um was geht's? Ellie hat Visionen in diesem Haus. Die Visionen, das ist ihr alter Ego in dieser Zeit da.
Will eigentlich Sängerin werden, aber sie wird von Matt Smith eigentlich zur Prostituierten umerzogen. Und Ellie leidet mit ihr an einigen Stellen und ja, es kommt dann zu einem Mord. Und Ellie ordnet den falsch zu. Sie denkt, das Mädel ist umgebracht worden. Das war aber dann gar nicht so, sondern das Mädel hat Matt Smith umgebracht. Und wir sind jetzt schon im dunkelorangen Spoiler, gell? Also den finalen Twist, den hebe ich euch noch auf bis zum Ende. Und es ist halt sehr schön gemacht, wie sie anfängt zu recherchieren und man dann in dieser Bibliothek zum Beispiel, wie sie in den Mikrofischen rumwurschtelt und wie diese Schatten dieser gesichtslosen grauen Männer immer in ihrem Rücken ja immer näher kommen sieht, je näher sie diesem Geheimnis kommt, das sie da entschlüsselt hat. Wie sie auch immer in der Handlung, also als sie näher an das Problem oder an diesen Twist kommt, ihrem Ebenbild in der anderen Zeit immer ähnlicher wird. Es ist nicht dieselbe Schauspielerin, aber sie sieht ihr dann, sie macht sich mit, wird auch verbalisiert, sie macht sich ihr immer ähnlicher. Das ist sehr präzise gemacht, es macht sehr viel Spaß. Der Film hat auch da in dem Sinn keine Inkonsistenzen, bis auf diese eine Geschichte. Also das mit dem Telefon, das war so ein bisschen der Wink im Zaumpfahl, dass die alte Dame ihr sagt, das Telefon geht nur für Notrufe. Und im Prinzip nachher, als sie rausfindet, jetzt kommt der rote Spoiler, das ist der finale Twist. Ihr seid noch da? Okay. Als sie rausfindet, dass die alte Dame eigentlich das Mädel ist, das sie in der Vergangenheit getroffen hat oder gesehen hat. Und die alte Dame ihr dann, während sie Tee schlürft, sagt, naja gut, jetzt habe ich dich halt quasi umgebracht, sagt sie. Also ich werde dafür sorgen, dass du nichts weiter erzählst. Und in dem Moment hat sie den Tee schon geschlürft. Das ist super gemacht. Und da ist dann der Punkt, wo ich ein Problem habe, kurz. Weil dann ist sie so fertig mit sich und der Welt. Aber als dann ihr Freund dann an der Tür klingelt, da rafft sie sich dann nochmal auf. Ja, okay, die Liebe und Adrenalin und so weiter. Aber als sie dann die Treppe hochgeht und so weiter, da ist von diesem Gift, was auch immer das ist, nichts mehr da. Man hätte das mit zwei Sätzen irgendwie noch hinkriegen können, dass sie hätte mehr trinken müssen oder irgend sowas in der Richtung. Aber sie hatte schon Anzeichen von den Spuren des Gifts gehabt. Also das fand ich ein bisschen, ehrlich gesagt, ein bisschen lame. Das war das Einzige, was ich an dem Film lame finde. Die Geschichte mit dem Telefon, wo der Geist dann das Telefon abhebt, es ist völlig egal, ob er jetzt Hilfe gerufen hat oder sie. Aber die Szene ist klar. Ne? Also diese grauen Herren der Verstorbenen, der Getöteten, verfolgen die sie oder helfen sie ihr? Also im Prinzip helfen sie ihr, um die alte Lady zur Strecke zu bringen. Der Zuschauer selber ist aber in dem Moment, ist sich nicht ganz klar, wer sind jetzt wirklich die Bösen in der Geschichte? Die Kerle, die über das Mädel letztendlich hergefallen sind, für Geld, nehme ich an, oder das Mädel, das sich dann zur Wehr setzt, aber halt zur Wehr setzt gegenüber allen und nicht nur gegenüber ihrem Zuhälter, was man ja irgendwie noch vermuscheln, aber dass sie dann die quasi alle niedergemetzelt hat, das, da verschwindet dann die Sympathie ein bisschen. Am Ende, als sie dann in dem Rettungswagen, also Ellie in dem Rettungswagen sitzt, war ich eigentlich sicher, dass der Film da endet, wo man nicht ganz weiß, ob sie es überlebt hat und ihr Freund oder nicht. Gut, dann haben sie halt tatsächlich ein Disney-Ende gemacht und ich finde es aber ein nettes Ende, dass sie eben dann ihre Modenschau und so weiter und bla bla und auch ihre Mutter wieder sieht, weil ihre Mutter hat sie ja in der Zeit nicht mehr gesehen oder kaum noch, als sie immer nachts in diese andere Welt abgedriftet ist. Auch dieses Abdriften an sich ist natürlich geil gemacht. Es ist ein nahtloser Übergang an dieser Stelle. Auch diese Spiegelszenen, ne? Wie sie, wie die Blonde in der Vergangenheit die Treppe runterläuft und man sieht Ellie nebenher an dieser Spiegelwand runterlaufen und zu ihr rübergucken. Also ein Film, der mir von vorn bis hinten Spaß gemacht hat, an dem ich sonst nichts auszusetzen habe, den ich jederzeit wieder gucken könnte, dem ich jedem empfehlen kann. Na gut, ihr habt ihn ja schon gesehen, sonst wäre es ja nicht im roten Spoilerbereich. Der Spaß an so leichtem oder größerem Mindfuck hat. Ich darf ja auch mal was Positives über Filme sagen. Bis zum nächsten Film. Servus.